Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu House Flippers. So, in der letzten Folge haben wir unten den Keller fertig gemacht mit der geilen Gaming-Anlage. Und in dieser Folge machen wir sozusagen den Endschliff des Hauses, bedeutet, wir tun die Fenster einmal reinigen. Muss ja auch sein. Das machen wir jetzt aber ganz easy und flott, einfach hier Rätsapapum. Ups, da hat sich mein Kopf um 360 Grad in einer Sekunde gedreht. Ich bin gespannt, wie viel wir für das Haus bekommen, weil hier haben wir ja wirklich, ich würde mal sagen, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Also, finde ich auf jeden Fall. Wir haben richtig viel Zeit in dieses Gebäude gesteckt. Und die Frage ist natürlich, was mich jetzt so generell mal interessiert. Es gibt ja nicht unendlich Häuser, ne, die man kaufen kann und dann wieder herrichten kann. Aber das Spiel hat ja irgendwann Ende. So rein logisch, ne? Die Frage ist dann ja, wie geht's denn dann weiter, weil kann man dann irgendwie sich noch, kommen dann noch irgendwie Häuser, irgendwie wenn man die jetzt weg hat, oder kommen die dann von vorne wieder und man macht sozusagen dieselben nochmal und kann sich die Freiheiten nehmen, oder wie sollen das dann weitergehen? Weil ich würde jetzt ungern dann einfach sagen müssen, ja okay, jetzt habe ich das Spiel durch, jetzt habe ich, wie viel musste ich für das Spiel ausgeben, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall einiges, wofür ich für teilweise andere Spiele sagen wir mal, unendlich viel Spielspaß haben kann. Klar, ich kann immer wieder einen neuen Spielstand anfangen und pipapo, aber ich schätze auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, ne, dass ich jedes Mal von vorne dieselben Häuser durcharbeite. Oder so, dass es halt so ein Baukastensystem gibt, die dann so random sozusagen die Häuser baut. Das wäre halt genial, weil dann hast du einen unendlichen Spielspaß eigentlich, oder du hast auch unterschiedlich große Häuser. Vielleicht mal auch so ein ganz kleines, nur so ein Gartenläubchen für irgendwas, oder ach, da kann ich jetzt, also sind die von außen jetzt auch sauber. Checken wir mal alle durch. Weil Bäume haben wir ja schon gefällt, jetzt würde ja dann das Rasenmähen kommen. Oder dann einmal um das komplette Gelände hier rumbrattern mit unseren ganzen Maschinchen. Und wie es ausschaut, ist das jetzt der Fall. Bedeutet, einmal schön den Rasenmäher raus. Ich würde sagen, wir fangen da drüben an. Warum darf ich die nicht aufstellen? Jungs, ich will den mit dem Rasen, Jungs. Macht alles platt. Ich weiß mal den Rand ab. Die müssen wir nachher sowieso wieder feinschleifen mit, ich slide voll am Land. Ach scheiße, die Büsche müssen wir entfernen. Offene Feuerstelle oder sowas. Hätten sowas in den USA, hätten wir, Steinkreis. Und der irdische Gas hinzukam. Und dann konntest du sozusagen damit ganz easy, hattest du so eine Art Gasfeuerstelle. Klar, du hast es eigentlich nur zum Starten benutzt, Gasleitung, aber war natürlich auch schon die Probleme folgt man, du hast einfach schnell das Gas an, hast es ein bisschen laufen lassen, bis das Holz halt dementsprechend gerannt ist. Dann hat sich die ganze Sache erledigt. Ich hasse diese Büsche, ich sollte die davor entfernen, bevor ich hier rummache. Was? Ei. Einmal um das Bäumchen rum und dann hier weg. Warum gibt es eigentlich so viel Grünfläche in diesen Drecksgebäuden? Das ist auch so dann Angestellte wohnen können. Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was ich meine, aber sozusagen, dass man sagt, okay, man zahlt jetzt einen Gärtner oder irgendwas. Ja, tut halt den Garten rund herrichten oder je nachdem, was man halt sagt, ob man nur Rasen mähen soll, ob man nur gestalten soll, und dann kommt halt dementsprechend Kosten auf uns zu und muss
überlegen, ob das sich für einen lohnt für das Gebäude oder nicht. Da kann man irgendwie so einen, ja, guten Landschaftsgärtner, vielleicht heißt das halt Job, Landschaftsgärtner haben oder nicht. Und in einer Zeit weiß man auch, wer gut ist und wer schlecht. Oder auch wenn man keinen Bock hat, zum Beispiel Gebäude zu rümpeln. Irgendwas Multiplayer-mäßig, dass man die Aufgaben nach online findet. Dass andere Spieler das jetzt auch online machen können. Dann heißt es, yo, ich hab die Hügel, ich hätte gern die Wand weg, dort eine neue Wand hin. Dass man das irgendwie per Zeichnen machen kann und dann gibt man die Aufträge weg und andere Spieler können die machen und kriegen halt von dir dafür X und Y. Das fände ich irgendwie mega cool, wenn das so ein bisschen. Aber ich glaube, klar, so eine Hausfigur macht wahrscheinlich sehr viel selbst. Aber so ein bisschen was, irgendwann hat er natürlich auch nicht gleich jedes Hausfigur wieder zu tun. Kennt da irgendjemand? Der sagt, yo, ich mach das für dich. Für den und den Preis. Und dann irgendwann sind das gute Freunde und die machen das immer wieder und immer wieder. Und sowas suchen wir mit irgendeinem Vorstandteil. Also so, ich würde den Auftrag schon vergeben, dass mir der Garten gemäht wird. Wenn ich dann halt einen Tag warten muss, ist ja auch okay. Dann ist aber dann wenigstens der Garten gemacht und weg. Da habe ich dieses Problem mit dem scheiß Gartenmähen nicht mehr. Ach, hey, so, hier und dort, und jenes, links und rechts, und unten, und unten. Die Part, lalala. Einmal um das Team herum und jetzt Feierstück. Da geht's ja gar nicht anders, da muss ich ja so. Sehe auch nichts, wird ja langsam. Ah. Das Spiel hat ja eine Taschenlampe. Das Spiel denkt ja lustigerweise mit, dass man sonst in der Nacht nicht arbeiten könnte. Hm. Der denkt nicht mit ich. So, das ist ja ein großartiges. Ich glaube, alles was gemäht, oder? Ja, halt die Büsche, die werden jetzt nochmal ein paar kleine. Hier habe ich einen Streifen übersehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Trimmer rüber. Und machen hier den Randstreifen wieder sauber. Ganz easy hier am Rand hier. Weg den Teil. Mach weg den Dreck. Das ist doch viel Dreck. Ach du Himmel. So, nochmal hier den Streifen weg. Jetzt geht das Ganze herum.
Den wollten wir ja gleich aus irgendeinem Grund erhalten. Ich will dann jetzt nochmal den Busch. Büsche, die sind ja eh. Nervisch, würde ich schon benennen. Wo ist der Trommel? Alles weg. Oh, der mit seinen Sprüchen immer drunter, wo ich mir denkst, so, Junge, es riecht halt nach Pflanzen. Als ob das was Besonderes wäre. Bauer sagt, ob das riecht wieder schön nach Gülle, Leute. Aber irgendwie die Stelle kriegen. So, so haben wir so schnell wie möglich. Da war noch irgendwo eine Stelle gewesen. Und ich glaube, ich rede schon wieder wie ein Wasserfall. Und auch so schnell, dass man teilweise gar nicht versteht, was ich sage. Stopp, ich denke. Den Busch können wir dann auch verkaufen. Weg damit. Dann machen wir uns das Leben um einiges einfacher. So. Aber hier am Gebäude entlang. Ach, das sind die Stempel. Perfekt. Ja. Dann haben wir doch alles mal hier von Pflanzen befreit. Du bist Strommast gleich oder Telefonmast? Ich glaube, in Amerika sind es immer noch die Telefonmasten, die oben drüber laufen. Okay, das sind also so Balkon. Wir könnten also eigentlich mal anfangen, indem wir diese Platten da ausnehmen. Das sind gleich Decken, heißt es ja hier, ne? Hä? Architektur? Wo sind die? Gartentreppen? Für was braucht man zur Hölle Gartentreppen? Die bringen sich doch gar nichts, oder? Sonstiges? Nee. Decken? Verbundbretter, das ist es wahrscheinlich, oder? Oder das sind Verbundbretter. Ja, das sind Verbundbretter, wie es ausschaut. So, okay, dann wieder da rein. Ach komm, ich will die Verbundbretter haben. Müsst ihr denn da und da rausfliegen? Ah. Verbundplatte, wo bist du? Gibt es die große Verbundplatte nicht auch ohne Rand? Macht mich schon wieder pisst, ey. Dann bin ich doch wieder instant gepisst, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es haben will. Ich will diesen Drecksrand nicht. Ich will eine einmal in 1 Meter Verbundplatte ohne Rand. Gibt's nicht. Dunkle Nuss. Machen wir doch so einen. Kaufen viele? Also rein theoretisch müsste ich das jetzt so legen, ne? Da, ich sehe schon wieder das Problem. Ich verstehe nicht, warum sich das nicht verbindet. Warte mal, tu das mal weg. Ist auch eine ganz simple Verbundplatte, oder? Oder bin ich jetzt zu doof dafür zu checken, was das ist? Das sind immer nur die 50 cm. Ich brauche die Meter mal Meter. Die müsste es doch auch geben, oder? Hä? 50 mal 50. Steinwehr. Das ist ein oder nicht, dass ich das brauche.
Sportdecken, das ist auch nicht das, was ich brauche. Steinregatta ist auch nicht. Grasrollen ja sowieso nicht. Ach, dann tun wir halt alles verkaufen, dann machen wir halt alles neu. Das kriegt jetzt einen schönen neuen Anstrich hier. So, weg damit. Das wäre die Tür, glaube ich. Die sollte man nicht verkaufen unbedingt. So, wir tun jetzt die hier überall einsetzen. Jetzt muss ich die wiederfinden. Ach, Aggressionslevel, ey. Kaufen viele. Ach, was mir auffällt, das funktioniert denn noch. Oh, ich will alles umsetzen, ey, weil das nicht wieder auf einen Millimeter passt, Jungs. Das ist kacke. Muss ich alles wieder umsetzen, weil ihr zu voll blöd seid, eine Bodenplatte richtig abzumessen. Wie hat es denn da? Achso, die hatten wahrscheinlich keinen Bodenteil, ne? So. Wir brauchen jetzt, keine Ahnung, 50 mal 25. Und ich habe mich wieder verkleckt. Ganz ruhig. Sowas hier, ganz easy. Das ist ja das, was ich habe. Dunkle Nuss mit schwarzem Rand. Kaufen viele. Ach je, das passt wieder nicht. Ja, das ist schon okay. Das gehört sich so. Das gehört sich so. Glaubt mir, das gehört sich so. So, okay. Dann kaufen wir nochmal die Großen. Wo sind die Großen? Da sind sie. Zack, zack, kaufen. Dann setzen wir natürlich gleich hier wieder an. Ah, ich habe nicht auf Kaufe viele geklickt, ne? Ja, das war jetzt mein Fehler. Alles gut. Nicht durchdrehen, weil schon wieder das nicht geklappt hat. Ah, es passt. Geil, das finde ich jetzt gut. Nein, verdrückt. Aggressionslevel steigend. So. So Leute, aber das war's für diese Folge. Ich habe jetzt gefallen, wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!